Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zurück zu Europa Universalis 4 mit dem Bistum Bamberg und meiner Wenigkeit Gaius Julius Caesar und natürlich auch wieder mit Lübeck und der Gaming-Krabbe, die jetzt eine schwere Entscheidung getroffen hat. Und zwar ist sie in einen Krieg eingestiegen. Ja, und zwar gegen Österreich eigentlich nur. Es ist eigentlich nur Österreich, der Hauptkriegsgegner, weil Dänemark hat nämlich Dithmarschen Krieg erklärt. Dithmarschen ist natürlich im Heiligen Römischen Reich und wird deswegen auch von Österreich beschützt. Wir haben ja auch die erste Schlacht übrigens schon gegen die dithmarschische Armee und die ist komplett aufgelöst worden. Die war sehr einfach. Ja, die haben sich auch so ein bisschen in den Tod gegen dich gestürzt, hatte ich das Gefühl. Nee, die sind genau in der Sekunde, wo ich dem Krieg beigetreten bin, wollten die von Hamburg aus irgendwo hinmarschieren und dann hab ich... 14.000 Österreicher kommen nach Leipzig, 2.000 Kanonen auch noch. Okay. Und 13.000 laufen durch Bamberg durch. Also ja, nur, dass du Bescheid Dänemark weißt. Dänemark sucht gerade den Kampf sogar schon. Dänemark kämpft jetzt gegen diese schwache österreichische Armee von 8.000 Mann. Da kommt jetzt, ich würde denen gerne helfen. Ja, es kommen auf jeden Fall noch 13.000, die gerade durch Erfurt marschieren. Nee, da komm ich zu spät, glaube ich. Das schaffe ich nicht mehr. Ja, aber Dänemark würde den Kampf so gewinnen. Zieht sich jetzt zurück. War ein guter Rückzug. Nee, die haben die Schlacht verloren. Ha. Ha, wir machen jetzt wieder ganz gutes Geld, haben eine größere Armee. Das gefällt mir. Und jetzt habe ich etwas zu spät aus der Provinz rausgezogen. Das ist meine Armee. Das ist jetzt schlecht für dich. Ja, da habe ich nicht aufgepasst gerade. Ja. Aber die Dänen marschieren trotzdem dazu. Aber das wird nicht reichen. Da geht meine Armee hin. Wobei, wir haben einen sehr starken General. Nee. Ah, nee, aber hätten die. Hätten sie eventuell die Armee nicht. Die ziehen sich auch komplett zurück, ne? Ja, ist jetzt natürlich ein bisschen doof gelaufen in der Situation. Ja. Aber das wussten wir ja von Anfang an. Wie gesagt, selbst wenn wir diesen Krieg verlieren, das wird nicht so dramatisch für uns. Also. Naja, wenn hier Lübeck wieder besetzt und geplündert wird, wie du jetzt. Dein ganzes Land wird gerade besetzt, ne? Ja, klar, das ist halt. Warte mal, ist da auch Ungarn dabei? Sind die in der PU? Ja, die sind in der Personal. Nee, sind sie nicht. Die sind jetzt. Die sind jetzt alle mit beigetreten. Da sind einige weitere Länder. Ah, richtig, natürlich. Weil, wenn jemand von außerhalb ein Reichsmitglied angreift, dann ist ja der Kaiser nicht nur automatisch dabei, sondern auch immer alle Verbündeten des Kaisers. Bin ich nicht? Nee, ich bin ja nicht mit. Ja, das heißt, der Kirchenstaat ist noch gegen euch, die Pfalz, Landshut, Trier, uiuiuiui. Vielleicht habt ihr es doch ein bisschen unterschätzt. Ja, ich habe nicht gewusst, dass alle mit beitreten. Ja, das hatte ich auch nicht mehr hundertprozentig auf dem Schirm oder habe in dem Moment leider auch nicht dran gedacht. Oje. Tja, da bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als mich zurückzuziehen und meine Armee zu retten. Na gut, wir haben jetzt ein bisschen Verluste erleiden. Wir sollten hier mal Spionagenetzwerke eventuell aufbauen. Mit Brandenburg sind die verbündet. Oldenburg und Utrecht. So, wie sieht's mit Frankreich aus? Ich verbessere die Beziehungen mit Frankreich. Ich würde gerne gute Beziehungen mit Frankreich haben. Denn die werden langfristig sehr mächtig werden. Ja. Ja. Die nächste Reichsreform würde Reichsautorität nochmal stärker erhöhen für Reichsstädte. Das wäre für den Kaiser wichtig, für uns bringt das nicht viel. Für die Einberufung des Reichstags wird ein ständiger Sitz eingerichtet. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das dann zu bedeuten hat. Oh, und Hamburg ist eurer Liga beigetreten. Ja, ich habe mich mit Hamburg verbündet gehabt. Dithmarschen wollte das nicht, deswegen habe ich das genutzt, um Dithmarschen quasi anzubieten, dass ich Hamburg wieder hintergehe. Und habe jetzt einen Separatfrieden geschlossen, der mich eigentlich nicht wirklich viel gekostet hat. Ach, mit Österreich? Das ging aber schnell. Nee, Dithmarschen. Dithmarschen. Ja, okay, weil die besetzt waren, ne? Deswegen ging das jetzt. Ich habe 200 Gold verloren. Halt das Bündnis mit Hamburg, das war mir aber eh egal. Aber ich jetzt wieder in der Handelsliga drinne. Ja, ist ja nicht so schlimm. Hauptsache, du bist noch mit Dänemark verbündet. Aber Dänemark wird halt jetzt erstmal platt gemacht, ne? Die kriegen jetzt erstmal. Die werden überrollt. Für mich ging es jetzt nochmal gnimpflich aus. Meine Armee ist eigentlich noch komplett in Schuss. Ich habe zwar ein paar Verluste gemacht, aber die sind nicht weiter dramatisch. Ja, hätte ich gewusst, dass tatsächlich das Heilige Römische Reich komplett eintritt in den Krieg. Naja, es ist nicht das komplette Heilige Römische Reich. Aber fast. Ne? Alle Verbündeten halt von Österreich. Münster ist wirklich, also wir müssen irgendwann mal was gegen Münster machen, weil
Die werden langsam wirklich zum Problem jetzt, weil die werden immer größer. Die erobern jetzt auch im nächsten Krieg bereits die nächsten Gebiete. Mhm. Ja, ich bin tatsächlich dran, auch langfristig gegen Köln zu gehen, und dann hätte ich auch eine direkte Grenze zu Münster. Also ich würde auf alle Fälle Stade, Verden und Hannover sind auf meiner Agenda. Und das ist auch wirklich etwas, wo langsam aber sicher, weil wie gesagt, die werden immer stärker, ne? Also die haben auch, die gewinnen auch diesen Krieg wieder. Ich muss mal gucken, ob Dänemark, wie die aus dem Krieg rauskommen. Mhm. Ich glaube, die werden jetzt komplett geschlagen. Das Gefühl habe ich auch, wir können ja mal ein bisschen schneller machen, nachdem jetzt du nicht mehr im Krieg bist. Erfurt ist auch protestantisch geworden, oh je, jetzt wird's immer schlimmer. Jetzt wird's immer schlimmer. Ja, ich überlege auch gerade, ob denn Lübeck auch wirklich sich durchgehend gegen den Protestantismus wehren kann. Natürlich, das haben sie doch von Anfang an geschworen, für immer eine katholische Nation zu bleiben und hier gegen jegliche Häresie vorzugehen. Ich meine, sie haben noch gar kein Problem. Sie sind noch vollständig katholisch. Schauen Sie mal sich Bamberg an. Das ist richtig. Bamberg hat natürlich ganz andere Probleme. Wir haben ganz andere Probleme. Weiter unterstützen können, was dann Bamberg vor sich geht. Aber wir werden unsere bambergischen Freunde natürlich im Falle eines Religionskrieges auch unterstützen. Sehr gut. Ha, das ist so unschön. Wir haben bis jetzt echt nur ein Gebäude bauen können, weil wir nie Geld hatten. Das geht euch sicherlich anders. Ihr habt wahrscheinlich schon überall eure Gebäude gebaut. Einiges, das ist richtig, ja. Aber aktuell bin ich natürlich wieder ein bisschen in Rücklage geraten. Mhm. Durch diese Entscheidung, das dänische Bündnis nicht zu brechen, was ich auch nach wie vor eigentlich nicht als Fehler sehe. Das war jetzt ein bisschen unglücklich für Dänemark. Aber man darf von Dänemark, Schweden, Norwegen nicht unterschätzen. Dänemark hat auch in der Zwischenzeit den Livonischen Orden, glaube ich, in einem Krieg besiegt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Haben sie das? Okay, interessant. Jedenfalls versucht Dänemark, glaube ich, so ein bisschen so die Handelsregionen alle komplett in Besitz zu bringen. Oh, die Dänen marschieren hier wieder durch mein Gebiet durch. Die Dänen, ja? Ja, die Dänen, tatsächlich mit 22.000 Männern. Interessant. Während ihr Land komplett erobert wird gerade. Richtig, ja. Jetzt marschieren sie wieder nach Norden, also das war irgendwie nicht so überlegt von ihnen. Aber das ist jetzt ganz lustig, man denkt so, ja, okay, die KI ist dumm, ist sie sicherlich auch. Aber das Lustige ist, dass tatsächlich es früher auch so war, dass Armeen häufig einfach teilweise so mal nach unten marschiert sind, dann hat man sich umentschieden, ist wieder nach oben marschiert, so damals auch im protestantischen Krieg dann unter anderem, wo teilweise die Armeen wirklich nicht sicher waren, was machen wir denn jetzt, dann sich gegenseitig ausmanövriert haben, die eine Armee ist wieder, zum Beispiel schwedische König, glaube ich, war das damals auch, der ist komplett nach Süden marschiert, ist dann ohne was zu tun wieder zurückmarschiert und dann wieder nach unten marschiert, also wirklich... Na toll. Wirklich teilweise sehr, sehr komische Entwicklungen da, alle. Ja. Diese merkwürdige, schlechte KI ist irgendwo auch wieder realistisch, ne? Ja, wenn man es so sieht, dann auf jeden Fall, das stimmt. So, ich wollte mal schauen, hier gibt es auch die Provinzgeschichte von Bamberg. Ist da irgendwas Interessantes dabei? Wurde annektiert von Bamberg. Aha. Popo Hager als Philosoph wurde da bekannt. Wurde besetzt von Geldern. Wurde besetzt von Mecklenburg. Bei Abschluss der Kirche. Johannes Simon, Diplomat, wurde durch seine Arbeit berühmt. Legte ihren alten Glauben ab und wurde protestantisch. Ja, das ist sehr ungünstig. Lorenz Dick, Meisterpräger, wurde durch seine Arbeit berühmt. Oh! Wir bekommen eine Stabilität. Die brauchen wir jetzt auch ganz dringend, wenn die Katastrophe über uns hereinbricht. Und es dauert nicht mehr lang. Ja, in ganz kurzer Zeit... Mainz. Löscht die Heretiker Utrecht aus, haben sie sich entschieden, ja. Na, schauen wir mal. Wir müssen uns dann, glaube ich, auch jetzt entscheiden, wenn dieses religiöse Chaos irgendwie beginnt oder ab irgendeinem Zeitpunkt. Ja, ja, es wird spannend zu sehen, wie dann später auch die Verhältnisse sind. Ganz früher war es ja, glaube ich, so, in früherem Europa Universalis, glaube ich, dass das alles sehr geografisch auch war, so der Norden war eher protestantisch, glaube ich, der Süden eher katholisch. Das ist jetzt nicht mehr so, das ist ja geändert worden. Das ist jetzt alles zufällig, was ich sehr, sehr gut finde. Ja, das kann halt auch mal sehr verrückte Sachen machen. Also in einem Speicherstand war mal irgendwie, die Reformation hat dann in Kastilien begonnen. Also so dem erzkatholischen Land schlechthin und in Portugal, das war ein bisschen komisch. Aber ist doch auch schön, also ich mag das so, wenn es so unterschiedliche Sachen gibt.
Weil sonst ist ja immer das Gleiche. Sonst ist ja irgendwann langweilig. Oh, Brandenburg entscheidet sich auch. Löscht die Heretiker aus. Finde ich gut. Berg auch. Oh nein, jetzt ist ausgerechnet mein Befehlshaber gestorben. Da brauche ich dran ganz dringend einen neuen Mann. Alle gehen jetzt gegen die Heretiker vor. Andreas Rank, ja, finde ich gut. Löscht sie aus. Thüringen. Ich dachte, Thüringen ist schon protestantisch. Nee, die sind sogar noch katholisch. Ah, interessant. Aber kann man dann schon missionieren vorzeitig, wenn man das irgendwie wählt? Ich habe keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Ja, wir sind jetzt bei 96%, kurz vor unserer Katastrophe. Sachsen wählt das auch, okay. Also alle gehen jetzt dagegen vor, ganz effizient, ganz rigoros. Ja. Oh, Böhmen ist Kaiser! Das ist interessant. Das ist richtig interessant, vor allem, weil ich jetzt mit Böhmen verbündet bin. Ich bin mit dem Kaiser verbündet. Ha. Aber aktuell wählen die restlichen eher Österreich wieder. Das ist spannend. So, wir gehen jetzt mal in die 8. administrative Technologie. Ah, die haben wir schon. Wir gehen in die nächste. Oh ja, jetzt müssen wir uns entscheiden tatsächlich. Wir haben jetzt die Institutionsverbreitung plus 25% erhöht durch eine Idee. Und jetzt kommt bei uns religiöse Unruhen. Eben entweder auch löscht die Heretiker aus, um den Frieden zu bringen. Oh, wir bekommen 13 religiöse Regimenter in Erfurt. Toleranz der Heretiker ist dadurch geringer, Missionarsstärke ist erhöht. Ja, natürlich. Also wir werden selbstverständlich gegen diese Heretiker vorgehen. Ja, wir haben jetzt übrigens auch das erste Mal Protestanten bei uns. Ach verdammt, die kontrollieren dann schon? Hä, das macht überhaupt keinen Sinn. Dass die das Land dann schon kontrollieren sogar. Ah, jetzt, das ist jetzt sehr ärgerlich gerade. Dänemark, jetzt würde Dänemark natürlich nicht mehr Wolgast unterstützen. Ja, es tut auf einmal Brandenburg natürlich Wolgast garantieren, das ist doch nicht euer Ernst. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Salzburg und macht tolerante Gesellschaft. Gibt's doch nicht. Ja gut, aber sind die Brandenburger so stark mittlerweile wieder? Alleine würde ich die nicht fertig kriegen und Dänemark kann mir nicht helfen. Ja, ich bin in einer schwierigen Position. Münster wird auch immer stärker. Ja, und ich kann dir leider jetzt auch nicht helfen. Ich muss hier gegen meine protestantischen Fanatiker vorgehen. Verdammt, ich habe auch nicht mehr so viel Zeit. Ich muss nach Fulda. Ich warte noch auf meine Kanone aktuell. Sachsen, Ende des religiösen Chaos. Die Frage ist, wann kommt die Kanone? Machen wir mal ein bisschen langsamer, dass wir auch die... Oh Gott, wir verlieren ja hier richtig. Wir haben aber mehr Moral als die Feinde. Wieso verlieren wir so viele Truppen? Wie kann das sein? Wir haben viel mehr Moral als die Feinde. Ja, wegen unserem Überquerungsmalus wahrscheinlich. Eieieiei. Ja, da kommen die Kanonen auch nicht mehr rechtzeitig, habe ich das Gefühl. Ach du Schande, das ist eine desaströse Schlacht gerade. 23. Januar, halten wir noch so lange durch? Oh, das wird knapp. Ja, Gott sei Dank, wir haben die Schlacht gewonnen. Du meine Güte. Das war aber sehr knapp. Ja, ich habe noch 3800 Männer übrig. Ich kann nicht mal die Festung hier zurückerobern. Heide. Puh, das ist jetzt ein bisschen unschön. Und du hast Lüneburg den Krieg erklärt. Ja, weil die haben keine Verbündeten mehr. Ja, das ist ja perfekt für dich. Und Thüringen ist komplett geschlagen, die haben keine Truppen. Deswegen ist das jetzt nämlich ein einfacher Sieg. Das ist richtig. Außerdem ermöglicht das mir auch eine direkte Grenze zu Braunschweig und dann können wir dann quasi später eine eigene Grenze da machen. Ja. Und wir können uns gegenseitig helfen bei jeglichen Geschehnissen, ohne dass wir Militärzugang brauchen. Sehr gut. So, sobald wir jetzt wieder hier ein bisschen gestärkt hervorgehen. Möchten wir endlich dann mal auch gegen Mainz vorgehen, wenn das möglich ist. Dafür brauchen wir dann unsere Verbündeten auf jeden Fall. Weil Mainz ist auch geschwächt. Die haben gar keine Armee mehr. Nur noch die protestantischen Fanatiker. Die Sache der protestantischen Plage. Das Ereignis Bamberg konfrontiert uns mit Rebellen, tritt in 30 Tagen ein. Was heißt das? Das heißt, wir kriegen nochmal Rebellen. Das ist jetzt ungünstig. Warte mal. Nicht, wenn eine... Normalerweise ist das Gesindel einer Nation ihr eigenes Problem. Nicht, wenn eine andere Nation die gleiche geistliche Pest offen begrüßt wie das Gesindel. Viele sowohl im Klerus als auch im Militär ziehen eine gerade Linie zwischen den protestantischen Aufständischen, die wir heute bekämpfen,
und der Leidenschaft unserer Nachbarn für die protestantische Sache. Wir können in den Augen der anderen keine respektierte und gefürchtete Nation bleiben, wenn wir sie nicht ausdrücklich oder stillschweigend mit ihrer Unterstützung der Heretiker konfrontieren und die bambergischen Lande angreifen? Sie sollten besser eine Antwort für uns parat haben. Lasst uns nicht noch mehr Ärger verursachen. Bamberg konfrontiert uns mit den Rebellen. Ja, ich weiß nicht, was das genau bedeutet. Noch mehr Rebellen? Ehrlich gesagt, nee. Ich habe mich eher dagegen entschieden. Das war mir zu gefährlich. Ich habe halt einfach nur aktuell die 7700 Männer. Gut, dass ich einiges an Rekrutenreserve habe. So. Dänemark ist eigentlich gleich Geschichte. Also, der Krieg müsste bald enden. Wird Dänemark für viele, viele Jahre schwächen. Und ich überlege vielleicht, also es klingt jetzt komisch, aber... gegen Dänemark vorzugehen. Ich überlege tatsächlich, das dänische Bündnis aufzukündigen auf lange Sicht. Vielleicht versuche ich nochmal irgendwie einen Krieg zu machen, wo mir Dänemark helfen kann, aber... auf lange Sicht ist Dänemark jetzt natürlich sehr, sehr geschwächt. Ja. Okay, die Belagerung habe ich jetzt schnell gewonnen. Das ist natürlich eine Option. Wenn euer Krieg vorbei ist und ich mich hier die Festung zurückerholt habe... werdet ihr dann dabei in einem Krieg gegen Mainz? Die sind verbündet mit Frankfurt, Köln, Sachsen und Nürnberg. In Frankfurt sind gerade adlige Rebellen. Oh nein, wir verlieren eine Stabilität. Wie komme ich denn jetzt nach Thüringen? Militärischen Zugang bei euch. Ich meine, das sind Rebellen, da muss ich halt in den sauren Apfel greifen, beißen. Wieso komme ich denn da jetzt immer noch nicht hin? Wieso darf ich denn nicht durch deine Länder reinmarschieren? Ich glaube, du hast keinen Militärzugang. Hey, wir sind doch verbündet. Ja, das musst du extra anfragen bei mir. Ich. Ja, jetzt. So. Interessant. Da, wir können die nächste Technologie uns holen. Was ist denn jetzt los? Unruhe ist da. Ich glaube, das macht auch noch Sinn. Ja. Die lüneburgischen Nationalisten wieder. Also ob die nichts Besseres zu tun hätten den ganzen Tag. Und Lüneburg ist jetzt ebenfalls protestantisch. Das wird uns sicherlich auch bald Probleme stellen. Ja. Oh, in Nürnberg sind auch jetzt sind hier überall Rebellen. Das ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt tatsächlich. Oje, wachsende Anzahl an Heretiker. Ne, wir verlieren lieber Geld. 13.000 Mann, das hätte ich jetzt nicht nochmal geschafft. Minus 7%. Mit wem sind die noch verbündet? Frankfurt. So, wenn dort denn das konvertieren? Minus 57%. Mit wem noch? Köln und Sachsen. Oh, Sachsen ist wieder stärker geworden. So, das ging jetzt schnell. So, ja, damit haben sie es eigentlich geschafft, oder? Ah, und Fulda ist jetzt, Fulda ist jetzt auf jeden Fall fränkisch geworden. Wir könnten jetzt theoretisch Franken gründen. Aber ich möchte mir bis zur nächsten Folge nochmal anschauen, was denn dann die fränkischen Ideen wären und ob das so sinnvoll ist in der aktuellen Lage oder ob wir nicht lieber hier noch ein bisschen die Vorteile haben sollten. Ein Missionar plus eins etc. und Bamberg. Ah, hast du Frieden geschlossen? Mhm. Dann marschier doch mal heim. Mit den anderen mache ich dasselbe. Es ist, so. Exiliert, weil dann würde ich jetzt nämlich gleich den Krieg erklären wollen. Bevor Nürnberg fällt, oh ja, das sind bei 42%, muss ich jetzt tatsächlich schon machen. Dann kann ich nämlich mir gleich Nürnberg rausholen aus dem Krieg. So, mich unterstützt auch Trier und Württemberg. Dich würde ich auch mal dazu nehmen, aber das ist eigentlich kein großes Problem mehr. Die Feinde haben nur 12.000 Männer insgesamt, also die sind eigentlich fast völlig... Aber ich nehme dich einfach mal mit rein, okay? Okay. Sehr schön. So. Solange Bamberg sich daran erinnert, dass Lübeck ein Freund der bambergischen Kriegsbemühungen ist. Natürlich. Oder beim eigenen Krieg gegen Brandenburg irgendwann unterstützen würde. Natürlich. Wir sind immer bereit. So. Weil Böhmen auch immer noch unterstützt. Das geht mir auf die Nerven. Ja, das ist ein bisschen unschön, aber die sind einfach zu stark. Und die sind Kaiser, also das ist jetzt aktuell... nicht so gut, aber vielleicht können wir auch mal gegen Wolgast oder so gehen im Stettin. Münster ist, glaube ich, aktuell das Interessanteste. Da oder haben Münster. Wir beide was davon, weil da könnte ich dann drei Regionen mir sogar nehmen. Und du, okay, also das bist du. Das dachte ich schon wieder kurz, es ist was. Keine Sorge, ja.
Sollte alles aber eher unproblematisch ausgehen, hoffe ich mal. Almünster hat hier oben wirklich einige Regionen erobert. Zum Glück keine Handelsregionen. Aber es sind auch schöne Regionen dabei, natürlich. Wir haben jetzt was Schlaues gemacht. Wir haben jetzt die Belagerung von Nürnberg von den Rebellen übernommen. Wir sind also bei 49% und haben damit Nürnberg erobert. Das war der schnellste Krieg gegen Nürnberg oder gegen mit Separatfrieden, glaube ich, der möglich war. Natürlich könnten wir jetzt auch überlegen, ob wir uns Nürnberg holen. Das ist natürlich teurer, das ist uns bewusst, aber das ist eine Reichsstadt und eine Reichsstadt wird eigentlich immer vom Kaiser geschützt. Das heißt, anders können wir die uns gar nicht holen. Vielleicht als Vasall. Wie viel kostet uns denn, wenn wir Aschaffenburg dann holen? 17, oh, das ist aber teuer. Ist Aschaffenburg so gut? Naja, 10 Entwicklung, das ist nicht billig. Wer ist jetzt noch dabei? Frankfurt. Ja, das sollen die Rebellen selbst mal noch ein bisschen was machen. Aber das schaffen die gar nicht, fällt mir gerade auf. Köln ist noch dabei. Ja. Dann marschiere ich mal nach Köln. Ich marschiere mal nach Sachsen, wir können ein bisschen plündern, Ja, wenn genau. möglich. Da habt ihr auch was davon, wenn ihr plündern könnt. Also mein General hat 5 Manövrierung. Der ist wirklich sehr, sehr schnell. Oh, Alter, ist Nürnberg Menschschnell. teuer. Ja, die sächsische Armee ist bei Leipzig unten, dürfte aber keine Ich Gefahr kann die gar darstellen. nicht vassalisieren. Ach, das ist aber schade. Ich könnte die wirklich nur erobern, aber das kostet mich 63. Boah, das ist aber krass. Okay, nee, dann machen wir das nicht. Ich kann mir Nürnberg nicht so einfach holen, leider. Dann machen wir jetzt aber den Separatfrieden mit Nürnberg, bevor die hier noch was machen. Ich erniedrige Nürnberg, hole mir Kriegsreparationen. Ah, warte mal, ich könnte die Religion erzwingen, fällt mir gerade auf. Dann machen wir lieber das. Ich würde sie zwar gerne erniedrigen, das würde mir mehr bringen, aber wenn wir die zum katholischen Glauben bekommen können, dann ist das das Beste, was möglich ist. So, Forderung senden. Sehr schön. So, bambergische Eroberung von Aschaffenburg. Was haben wir bekommen von dem Ganzen? 3. Ja, so ganz toll. Einheit Prestige. Natürlich auch sehr schön. Während wir jetzt hier einfach mal weiter ganz entspannt. Sachsen. Magdeburg. Magdeburg, oder? Ja. Magdeburg überlagern. Was auch kein großes Problem darstellen dürfte. Im Süden hingegen, Bamberg wird aktuell von Mainz und einer sächsischen Mainzer sächsischen Armee angegriffen. Ja, das gefällt mir ganz und gar nicht. Aber vielleicht, wenn du hier Sachsen hier belagert hast. Ja, das ist mein Ziel. Aber ja, 21%, das läuft sehr, sehr gut. Da sollten wir auch ziemlich schnell fertig sein, hoffe ich. Wir haben auch zum ersten Mal, glaube ich, einen General, der eine Fertigkeit in Belagerung hat. Nicht viel, aber immerhin ein Punkt. Das ist ja auch was. Und Trier hat es schlau gemacht. Das hat Mainz für sich beansprucht. Das heißt, ich könnte auf jeden Fall auch nicht ganz Mainz holen. Schade. Aber gut, Aschaffenburg ist ja das, was wichtig ist und was zählt. So, Produktion. Ja, gibt es noch irgendwas, was man bauen könnte? Tatsächlich aktuell nicht. Das ist alles. Festigungsmauern brauche jetzt eigentlich auch ich nicht so wirklich. Ja, irgendwann muss ich in Bamberg mal eine Festungsmauer bauen, weil ich habe halt nur die Stufe 1, ne? Wie man sieht, es fällt zu schnell immer die Stadt. Ja, die hat es nicht so mit dem Überleben, ne? Die hat so, die hängt Nee. nicht so. So verteidigungsmäßig ist Bamberg nicht so. Oh, bei 0% jetzt schon. Ich glaube, da schicke ich lieber jetzt die Armee mal hin. Das ist mir zu ungewiss. Riskant, ja. So, eigentlich, wie kann dann militärischer Zugang mit uns mal kündigen nachher? Ach ne, geht nicht. Mit denen kann ich es machen. So. Handelsideen, kostet 400 diplomatische Macht. Die hätte ich aber ganz gerne für die nächste Forschung gleich. Oh, Da eben ein verdammt. bisschen hinten dran. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt habe ich meine 1000 Männer in Köln verloren. Na toll. Ah, ich kenne das irgendwo, ja. Wo marschieren denn die jetzt? Die fliehen, die Feiglinge hier. Kann ich zurück? Jetzt kann ich auch wieder zurück nach Köln marschieren. Nachdem Bamberg gerettet ist. So. Dann belagern wir halt Köln weiter.
Ja, und jetzt marschieren sie wieder nach Bamberg wahrscheinlich. Also ich denke mal, dass Magdeburg gleich fallen wird, danach marschiere ich nach Leipzig, das ist eine Einser, das sollte auch gar kein Problem sein. Okay, die Konvertierung, die funktioniert ja überhaupt nicht, ne? Das Nee, würdest das du geht wie auch. gesagt erst in 30 Jahren. Interessant. Sehr, sehr schlecht auch für uns natürlich, das wird auch Ja. Bei mir einiges dauert es am. nur noch 10 Jahre, die ich warten muss, und dann kann ich endlich loslegen zu konvertieren. Und dann wird hier konvertiert, was das Zeug hält für den katholischen Glauben, für den Papst. Ach, ganz toll. Ja, Dankeschön für Einstabilität weg. So, jedenfalls, Magdeburg ist gefallen. Dann marschieren wir jetzt noch ganz nebenbei. Kannst du nach Süden oder musst du Leipzig noch erobern? Warte mal. Ne, ich kann auch so. Ist ja nur eine Einzelfestung in Leipzig. Ja, dann schaue ich, ob wir vielleicht einfach schon Frieden schließen können. Ja, wenn wir mehr Geld haben wollen, dann brauchen wir vielleicht die Festung noch. Ja, ich tue die splitten. Die stehen schon wieder in Bamberg. Und ich hole. Ja, ich gehe nach Bamberg. Damit. Ist mein General dabei? Ja. Solltest du nicht. Es reicht doch, wenn du 1000 Männer zurücklässt. Obwohl, die fliehen. Alles gut. Nee, ich will nur nicht, dass die jetzt mit irgendwas mit 2.000-3.000 Mann ankommen und dann meine Armee kaputt hauen. Ja, hast du natürlich auch recht. Da hast du natürlich auch recht. So, in Köln sind wir gut dabei. Ich denke in Sachsen auch. Dänemark hat den Krieg, glaube ich, verloren. Da ist natürlich die Frage, was waren die Friedensvertragsbedingungen? Okay, Dänemark hat die Gebiete an den Livonischen Orden verloren. Hat man quasi zurückge. Oh, Dithmarschen ist groß geworden. Ja, die haben halt Holstein von Dänemark bekommen, tatsächlich. Ist natürlich. Ah, die sind Mit nur Anhalt mit nur, Anhalt das ist ein verbündet. Ziel für euch. Ja. Da werden wir auf alle Fälle gleich mal einen Spion hinschicken, bevor die da groß was aufbauen können. Genau. Dann könnten wir gleich beide Regionen erobern. Ich habe eh kaum aggressive Expansion. Aggressive Expansion. Und ich werde mal meinen Diplomaten wieder nach Rom schicken. Böhmen. Ach, das ist perfekt. Böhmen will Dings angreifen. Ungarn angreifen. Oh, okay. Das ist sehr interessant. Das Woher könnte für wisst ihr dich auch das? interessant werden. Stand gerade da, dass Böhmen einen Krieg auf Ungarn vorbereitet. Ah, okay. Das ist für dich sicherlich auch interessant, ne? Ja. Aber Ungarn ist verbündet mit Moskau, okay. Puh. Ungarn hat 13.000 Mann, hat null Reserve eigentlich, 11.000 Mann Reserve. Das ist eigentlich für Böhmen gar kein Problem. Moskau. Ah ja, Moskau ist eine andere Nummer, ne? 47.000 Mann, 45.000 Reserve. Boah, okay, Moskau ist echt hart. Mit denen legst du dich nicht. Oh. Oh, ich müsste auch. Ich sollte auch mal ein bisschen aufpassen, weil bei mir oben wird schon wieder alles belagert, Ja, was man keine. belagern Also, ich kann. mache jetzt erstmal Frieden mit Köln. Ich verliere. Also gut. Ach, die Celle, sind noch Lüneburg. katholisch. Dann kann ich sie jetzt zum Glück erniedrigen. Sehr schön. Ich hole das maximale Geld. Ansprüche auf Bamberg aufheben. Oh, das wollen sie nicht. Sachsen müsste man auch demnächst rausholen können, sobald Leipzig gefallen Ja. ist. Ich meine, die können nicht mal meine Stadt belagern, davon abgesehen, ja, viel zu wenig Männer, aber. Trotzdem muss ja nicht So. sein. Gut, dann tun wir mal Forderung schicken nach Köln. 16 Dukaten bekommen. Wer ist jetzt noch dabei? Ach ja, Frankfurt. Da müssen wir jetzt mal diese Rebellen wahrscheinlich platt machen. Machen wir das mal. Ja, sobald Leipzig gefallen ist, können wir hier auch den Frieden schließen. Mauern sind schon durchbrochen. Wir sollten da eigentlich Sehr auch demnächst gut. durchkommen. Ja, da kommt der erwartete Ruf zu den Waffen, verdammt. Gegen Ungarn und Moskau. Und wer ist dann noch im Krieg dabei? Böhmen, Brandenburg, die nur 7000 Männer haben, und Salzburg. Oh, das ist jetzt tatsächlich ungünstig. Das ist jetzt richtig ungünstig. Da muss sich der Bischof mal einige Gedanken machen. Ich denke, das Ja. werden wir beim nächsten Mal entscheiden. Genau, ich muss mir auch einige Gedanken machen, denn wenn jetzt Brandenburg mit Böhmen im Krieg ist, ist Wolgast komplett ungeschützt. Das ist natürlich für mich wieder eine riesen, riesen Chance, weil Wolgast. Brandenburg ist mit Böhmen zusammen im Krieg gegen Moskau, ne? Ja, sag ich, ja, das ist ja perfekt, weil Wolgast ist ja unter anderem. Hat Dänemark und Brandenburg. Ach nee, warte mal. Ja, aber Ah, Dänemark Dänemark. ist wieder frei. Ja. Ah, das ist ärgerlich. Das ist das Ja, müssen wir Ungünstige. überlegen, wie wir weitermachen. Ja, das werden wir sehen. Ich schaue mir auch nochmal an, welche fränkischen Ideen man bekommen kann, wenn man Franken gründet. Und ob es dann Sinn macht, noch bei Bamberg zu bleiben oder jetzt schon zu Franken zu wechseln. Aber wir haben jetzt natürlich
die Chance, jederzeit zu Franken zu wechseln. Das heißt, diese Mission mehr oder weniger haben wir schon geschafft. Ihr könnt euch also dann irgendwann darauf freuen, dass wir auf jeden Fall dann Franken werden. Und ja, den Krieg hier, denke ich, kriegen wir auch ohne Probleme hin, dass wir da nochmal stärker werden. Die große Frage wird nur sein, was ist jetzt hier mit Böhmen und Ungarn? Das sehen wir dann, denke ich, beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute und auf Wiedersehen. Mach's gut, tschüss.